Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Afrika Akzent. Dieses Mal dürfen wir unsere Sendung endlich mit viel sonniger Unterstützung starten und wir fangen auch gleich ganz farbenfroh an. Spätestens seit dem diesjährigen African Fashion Day in Berlin ist klar, afrikanische Mode ist in der internationalen Modebranche schon längst kein Außenseiter mehr. Und die vielseitigen Designs aus belebenden African Wax Prints vereinen Tradition und Moderne. Ein Rezept, das sich schon häufig in der Modewelt bewähren konnte. Wir wollten für euch herausfinden, wo genau man in Berlin afrikanische Mode kaufen oder anfertigen lassen kann und sind während unserer Suche auf Modou Diop gestoßen, unserem heutigen Erfolgsmenschen. Afrikanische Mode mit ihren außergewöhnlichen und kreativen Mustern und Designs scheint weltweit auf dem Vormarsch. Dafür sprechen nicht nur Events wie der Africa Fashion Day in Berlin. Immer mehr Frauen und Männer in Deutschland und Europa scheinen Gefallen an den farbenfrohen Bekleidungen zu finden. Allerdings sind Boutiquen dieser Art in der Berliner Modelandschaft noch Mangelware. Wer sich in feine, sogenannte African Wax Prints hüllen möchte, ist hierzulande auf einen Schneider seines Vertrauens angewiesen. Im Süden der Hauptstadt sind wir erstmals fündig geworden. Mitten in Schöneberg betreibt der gebürtige Senegalese Modo seit 3 Jahren erfolgreich seinen kleinen Schneiderbetrieb. Doch ein fester Kundenstamm und entsprechender Erfolg stellten sich nicht über Nacht ein. Der Weg dorthin war lang und nicht immer einfach, erzählt uns der Wahlberliner. Früher habe ich angefangen in Firukopan gearbeitet, habe 2 Jahre gearbeitet und danach habe ich auch überlegt, auch habe ich einen Beruf. Und das war mein Traum, es ist nur meinen eigenen Laden zu schaffen. Zu viel ist auch, wenn Leute fragen, kannst du nähen? Und unsere diese Hausverwaltung sagt, wie schaffst du, kannst du klar mit den Laden kommen? Sie sagt, ja, wir kommen klar mit den Laden. Und dann habe ich gefragt, warum? Sie sagt, er hat gesagt, habe ich nie einen Afrikaner Schneider ist. Und er hat mich gefragt, kommst du auch klar mit den Laden? Und ich habe gesagt, okay, komm ich klar, ich weiß, was ich kann. Und ich weiß auch, wie mit Menschen auch umgehen. Ob kleine oder große Nachbesserungen, ambulante Rettungsaktionen bei besonderen Lieblingsstücken oder Anfertigungen nach Maß. Dass Modo sein Handwerk beherrscht, hat sich mittlerweile im Schöneberger Kiez herumgesprochen. Dessen herzliche und offene Art lädt hin und wieder zum Verweilen ein. So kann aus Kunden schon mal eine gute Kiezbekanntschaft werden. Neben klassischen Änderungsarbeiten designt der Senegalese leidenschaftlich gern Mode aus sogenannten African Fabrics, also aus afrikanischen Stoffen. Woher kommen diese Textilien genau und interessieren sich nur Afrodeutsche oder Menschen der Diaspora für die außergewöhnlichen Stoffe? Es ist nicht nur Afrikaner, auch viele auch Deutsche oder Franzosen auch fragen auch, hast du auch noch fertiges Afrikanerstoff oder Senegalese oder Stoff zum Kaufen? Und dann habe ich gesagt, ja, habe ich schon. Und dann kann auch manchmal auch die Leute auch probieren das an und kaufen das sofort. Und ich habe auch ein paar Kunden auch in Deutschland, auch, ich nehme immer vom Afrikanerstoff und ein Kleid und die Schnitt ist ein europäischer Schnitt. Ich sehe, dieser Laden ist jedes Jahr immer besser ist. Und wenn man so angefangen ist und siehst du, jedes Jahr die Lage ist besser ist, hast du immer große Hoffnung und hast du immer noch Hoffnung und dann für mich, ich sage, ich schaffe das jetzt. Weil für mich mein Leben ist wie eine Treppe, das ist Step by Step läuft. Was haben ein Schuhputzer in Äthiopien und eine Galerie in Berlin gemeinsam? Auf den ersten Blick nicht wirklich viel. Wir waren zu Besuch in der Galerie Listros in der Kurfürstenstraße und haben es für euch herausgefunden.
befinden uns hier im Eingangsraum der Galerie Listros in der Kurfürstenstraße. Und dieser Eingangsraum wird geprägt durch eine Kunstinstallation, und zwar aus 2500 Schuhputzboxen. Die sind 2010 innerhalb eines Projektes von uns nach Berlin geholt worden, alle mit einem Brief von einem Schuhputzer. Listros bedeutet Schuhputzer in Äthiopien oder ist der Name für die Schuhputzer. Und jeder hatte einen Brief an die Welt geschrieben über sein Leben, seine Wünsche, seine Träume. Hier in den Straßen von Addis Abeba verdienen sich die Schuhputzer etwas dazu, um nach der Schule diese Wünsche und Träume verwirklichen zu können. Sie waren die Inspirationsquelle der Galerie und auch die Paten für den ungewöhnlichen Namen Listros. Ja, das ist eventuell, das ist ungewöhnlich. Für uns ist es natürlich eine Geschichte, ne? Das ist eine Entstehungsgeschichte, es ist auch ein Programm, also zu sagen, warum nennen wir? Wir nennen uns ja auch nicht nur Listros, sondern wir versuchen eigentlich das, was wir da schätzen, irgendwie in unsere Aktivitäten zu integrieren und letztendlich Liberty, also zu befreien, diesen Begriff von Schmutz und Kleinsein, Untensein, sondern dass da in diesem Dienen andere eine große Form von Menschlichkeit, von Haltung, Vision, Ideen und vor allem Kraft irgendwie da drin steckt. Visionen und Ideen haben auch die Künstlerinnen und Künstler, die regelmäßig ihre Werke in der Galerie präsentieren. Diese haben immer einen Bezug zu Afrika. Norma Trimmer schuf in ihrem Werk zum Beispiel eine Verbindung zwischen Äthiopien und Israel und nannte diese Ausstellung Puzzleteile. Sowohl die Listros-Schuhputzer in Äthiopien als auch Menschen, die als Einzelschicksale von Äthiopien nach Deutschland gekommen sind, oder diese vielen Einzelschicksale der äthiopischen Juden, die nach Israel gekommen sind, aber auch jeder von uns, der vom Dorf aufs Land oder von einem Kontinent zum anderen Kontinent oder von einer Stadt in eine andere Stadt zieht, hat sehr viele Stücke aus Erinnerungen, aus neuen Erfahrungen, aus Dingen, die eigentlich nicht wirklich zusammenpassen in seiner Identität, und die muss er wieder zusammensetzen. Und die Arbeit, die ich ja hier gemacht habe, sowohl über die Einwanderung nach Israel als auch Immigration in Deutschland, als aber auch die Idee jedes Einzelnen von uns, habe ich hier mit dokumentarischen Stücken, Puzzlestücken und zeitgenössischer Kunst, wenn Sie so wollen, zusammengesetzt. Diese künstlerische Auseinandersetzung mit der Gesellschaft ist für Listros ein Motor, der zu Perspektivwechseln anregt. Die Galerie ist ein Ort, an dem man diesen verschiedenen Perspektiven begegnen kann. Doch Listros versteht sich nicht nur als Schnittstelle zwischen Kunst und Gesellschaft. Wir verstehen uns auch als Movement, also als wirklich Bewegung, etwas in Bewegung bringen oder etwas zum Rollen bringen. Mit dem Wissen, wenn es zum Rollen kommt, dann ist es schon in sich so stabil, dann wird es sozusagen viele Hürden auch selbst irgendwie überwinden können. Und das Wort Listros ist eigentlich ein Kunstwort, also das gibt es nicht. Ja? Das ist hier entstanden, um zu sagen, es geht nicht nur um den, der da Schuhe putzt, sondern es geht um allen jungen Menschen, die alles tun, um sich weiterzubringen. So, dass dieses S beschreibt sozusagen auch den, der Zwiebel verkauft oder der woanders anderes macht. Und das aber auch nicht nur in Äthiopien, sondern eigentlich kann ich auch du sagen und ich sagen, auch wir alle sind ein bisschen Listro im Sinne von, wir setzen uns für uns und für unsere Vision ein, wir vertrauen unseren Raum, in dem wir sind, und haben trotzdem auch ganz viele Dinge, die wir zu überwinden haben. Also praktisch eine eigene Initiative und Vertrauen in der Gesellschaft und auch also praktisch lebens- und zukunftsbejahend dastehen. Musik.
Malaria ist eine sehr weit verbreitete Krankheit in den tropischen Gebieten der Erde. Die Behandlung ist leider sehr kostenintensiv und viele Menschen können sich die Medikamente schlicht und einfach nicht leisten. Deshalb veranstaltete die Hope Foundation auch dieses Jahr wieder den Malarathon und sammelte Geld für Betroffene. Dafür ist die Hope Foundation unser heutiges Vorbild für Initiative zeigen. Anlässlich des Weltmalaria-Tages am 25. April fand in Berlin zum zweiten Mal die von der Hope Foundation ins Leben gerufene Malaria Week statt. Als Teil der Initiative Malaria Free Cameroon will die Malaria Week Berlin mit ihrer Veranstaltungsreihe ein Bewusstsein für die Tropenkrankheit in Deutschland schaffen und gleichzeitig das laufende Projekt in Kamerun unterstützen. Unter diesem Thema lud der Verein um Gründer Gerald Bobka zu diversen Veranstaltungen ein. Aber warum ist es wichtig, auch in nördlichen Breitengraden über die Krankheit Malaria sensibilisiert zu werden? Warum Aufklärung in Deutschland oder in Berlin? Malaria ist nicht nur eine tropische Krankheit, ist nicht nur ein kamerunisches Problem. Heutzutage, es geht um Weltreisen. Viele wollen nach Thailand, wollen gerne nach Brasilien, wollen gerne nach Kamerun oder nach Südafrika. Es gehört dazu, auch über Malaria zu wissen. Man muss nicht nur über Malaria wissen, wenn man seine Prophylaxe bei dem Tropischen Institut nehmen muss, aber man kann auch diese Krankheit auch nehmen. Und von Statistik gibt es viele von den Touristen oder viele ehrenamtliche Mitarbeiter, die zurück aus Afrika oder aus Asien mit Malaria immer kommen. Gesundheitspolitik und soziales Engagement wurden auf der Malaria Week vor allem durch sportliche Aktivitäten verknüpft. Der sogenannte Malarathon auf dem Tempelhofer Feld lockte über 100 Teilnehmerinnen aller Altersgruppen an, die für den guten Zweck laufen wollten. Die Startgebühr von 10 Euro floss zu 100% in die Malaria Free Cameroon Initiative und ermöglicht vor Ort den Kauf dringend benötigter Moskitonetze. Wir wollten von den Anwesenden wissen, was sie dazu bewegte, an dem gemeinnützigen Marathon teilzunehmen. In der Freizeit laufe ich schon relativ viel und versuche auch so ab und zu mal an so ein paar Läufen dran teilzunehmen. Und auf den Malarathon bin ich über eine Freundin gekommen. Die hat mich eingeladen über Facebook und habe ich mir das angeschaut und fand, das ist eigentlich eine ganz nette Sache zu laufen und mit dem Startgeld gleich was Gutes zu tun. In den langen Jahren, die ich in Afrika gelebt habe, habe ich natürlich auch mindestens 10-mal Malaria gehabt. Das ist ein sehr, sehr großes Problem für uns, die wir da als Europäer leben, immer relativ einfach, weil man natürlich an die Medikamente schnell rankommt, keine Kostenprobleme hat und meistens auch so fit ist, dass man rechtzeitig zum Arzt geht. Aber wir wissen nach wie vor, dass Malaria eben eine der neben AIDS größten Probleme oder größten Todesursachen auf dem Kontinent ist. Kurz nach 11 Uhr startet eine bunt gemischte Gruppe aus Alt und Jung. Gibt es eine bestimmte Zielgruppe, die mit der Malaria Week angesprochen werden soll? Wir wollen gerne verschiedene Gruppen von Leuten erreichen. Und heute, wie wir das sehen, mit dem Malarathon, wir haben schon eine große Gruppe von Leuten erreicht. Auch nicht nur den Läufer, gibt es auch Familien, die da sind, einfach die anderen Läufer zu unterstützen. Und gibt es die konnten nicht kommen, aber wissen schon über den Malarathon. Das ist die sportliche Zielgruppe zum Beispiel. Mit der Afrika Cup gestern war einfach die afrikanische Diaspora zu erreichen, die afrikanischen Leute, die in Berlin wohnen, einfach zu motivieren, zusammenzukommen. Deswegen haben wir diese Afrika Malaria Cup organisiert, damit die Afrikaner hier auch konnten sich gegen Malaria engagiert, nicht nur für Kamerun, auch jeder für sein Land. Team Kenia konnte die freundschaftliche Begegnung mit Nigeria letztlich für sich entscheiden und nahm den Sieg mit nach Hause. Marathon und Fußballturnier sollten ganz bewusst einen sportlichen und vor allem unbeschwerten Gegenpol zum ernsten Thema Malaria darstellen. Die Malaria Week hat erneut bewiesen, dass sich soziales Engagement und Spaß nicht ausschließen müssen. Hoffen wir, dass sich im nächsten Jahr noch mehr Menschen dieser Initiative zuwenden. Das war's auch schon wieder von uns. Ich hoffe, euch hat die Sendung gefallen und wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. In der Zwischenzeit könnt ihr uns ja einfach auf unserer Facebook-Seite besuchen oder schaut einfach auf unserer Homepage afrikaakzenttv.de vorbei. Bis bald. Tschüss.